Schauen wir mal ganz kurz die Alman-Memes hier rein von Sascha Unsympathisch. Heute ist wieder so... Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Dann schauen wir mal ganz kurz bei den Alman-Memes vorbei, meine Freunde. Da bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt. Let's go. Heute ist wieder soweit. Heute hat mir Luca deutsche Memes zukommen lassen. Das heißt, ich schaue mir gleich hier deutsche Videos an und im Optimalfall... Bleibt keiner liegen. Das natürlich auch. Und im Optimalfall lache ich nicht. Wird schwierig, kann ich dir sagen. Das ist perfekt, angenehme Lache, der Mann. Das gilt auch für euch daheim. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Video. Let's go. Nicht so viele Amokläufer rumlaufen, ne? Also für meinen Sohn, bei mir gibt's das nicht. Der soll Hallo, also Mario spielen, was weiß ich, Sonic, aber nicht sowas. Call of Duty oder sowas. Call of Duty, Alter, ganz gefährlich. Ist das Yo Olli? Yes. 187. Für immer. Ganz kurz noch an alle Mütter da draußen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Mütter mir zuschauen. Eine Menge. Was? Egal, welcher Ego-Shooter euer Kind spielen sollte. Nichts ist so schlimm wie FIFA. Hey! Meine! Du scheiß Dick! Ey! Ganz, ganz knapp, Junge. Oh, meine Cam. Bruder, ich muss mich übelst festhalten, das geht hier gerade alles viel zu schnell. Ja, so ungefähr und nicht anders war das. Keine Gnade, keine Rücksicht, wenn eine gerade die X-Achse schneidet. Was wisst ihr dann? Ihr wisst dann, dass der Y-Wert 0 ist, egal welche Funktion. Jeder weiß, Alter, Jesus, Mathematik-Student. Funktion nicht einzahlt. Ja. Sagen Sie es nicht! Wie viele? Sag ich! Sag ich! Krater! Krater! Sagen Sie es nicht! Sag ich! Einfach Abdel am Telefon. Köftespieß. So, der raus. Was war mit Dilara? Und können wir ganz kurz mal festhalten, dass wir alle echt dankbar sind, dass die Köftespieß-Zeiten endlich vorbei sind. Zum Glück. Zum Glück ist das ein outdated Meme. Und zum Glück ist der Subimod bald wieder weg. Egal wo ich war, Köftespieß. Ich konnte nicht mehr. Köftespieß! Ich bin Köftespieß! Oh, Digga, der fährt. Oh, das ist Prinz Markus. Ja, war das Prinz Markus? Das ist Prinz Markus, oder? Das ist doch Prinz Markus, oder? Alter, wie peinlich, Junge. Peinlich. Aber Lotus kostet wirklich viel. Digga. Geil. Du bist so geil einfach. Okay. 10 63 AMG diese. Was wäre jetzt, wenn jemand sie anfassen würde und ihr seid, sagen wir mal, ihr seid zusammen, jemand fässt sie an, was würde passieren? Alter, ich war auf meiner Mutter, ich hätte den in die Hinterschiffstation gesteckt. Was? Ich hab dich verstanden, Digga. Hinterschiffstation, Bruder. Junge! Perfekt, der hat im Hintertischstaffen gesteckt. Ich sehe das ganz genau so. Ich würde auch Hintertischstaffen gesteckt. Hätte ich auch gemacht, ganz genau. Seid ihr alle bereit? Opferfest? Arbeiten von zu Hause. Bettler? Wo soll ich da anfangen? Erstmal keine Grüße an Minz Parkus. Ich weiß nicht, ob jemand schon Minz gesagt hat, dass... Minz Parkus, Digga, immer wieder in meinen Kommentaren. Zu wild, der Kerl. ...und unter Drogeneinfluss vielleicht nicht fahren sollte. Und bei Kevin kann ich nur das sagen, was jeder auf der Straße sagt. Kevin, lösch dich. Ganz ehrlich, Kevin, lösch dich. Gerade Drogendealen finde ich sehr, sehr nice. Perfekt. Wenn dein Weizenglas 140 drückt. Du kannst jetzt drücken hoch. Drücken hoch! Ach! Jetzt gib ihm! Gib ihm! Dieser Herr nur so Troll. Ja! krank! Ich glaube, Simon hat nicht mal die leiseste Ahnung, was da gerade passiert ist, Alter. Der hat einfach nur das Maul auf. Man sieht Simon Unge wirklich an, wenn der nachdenkt. Dieser geistige Zerfall, man kann darüber nicht hinwechseln. Der Junge braucht Hilfe. Die Mitte ist Max eigentlich, oder? Wer ist Max? Du. Trimax! Was ist das für ein Bild? Mach die Augen zu! Du machst jetzt die Augen... Ich schlag gleich meinen Tisch kaputt, ich schwöre es dir. Mach die Augen zu! Mach die Augen auf!
Das ist ein Schnitzel. Ich weiß nur, dass du, glaube ich, 3 Wochen oder so in Albanistan warst oder so. Keine Ahnung. Ja. Klappt. Schwierig, aber handelbar. Machbar auf jeden Fall. Gesundheit. Simon Unge hatte keine Ahnung, was da passiert, aber die 140 vom Weizenglas, muss ich schon sagen, ist wirklich... Genau das, Simon sitzt da halt nur. Digga, keine Ahnung, was los ist, Hauptsache lachen. Zu wild, Monte. Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Falls heute der ein oder andere Clip dabei war, wo ihr dachtet, Mashallah, dann könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Ehrenbruder-Basis ein Abonnement für mich da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Stellt euch jetzt mal kurz vor, ihr sitzt im Auto und ich komme neben euch angerollt. Überlegt kurz, ob ihr mich ernst nehmen könntet. Nein. Was geht ab, Digga? Piss dich, du. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr stark auf jeden Fall.